Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Heute habe ich hier eine komplette Panini Display Box der Sticker, der Karten von der Bayern Serie. Eine komplette Bayern Box, offizielle Sticker and und Cards Kollektion 1920. Das Bayern Logo hier herum, die ganzen Spieler. Ich habe ja schon eine Draft Challenge mit den Bayern Stickern hochgeladen. Heute habe ich hier eine komplette Box mit 36 Tüten. A, 4 Sticker und eine Trading-Karte. Und eine Tüte kostet 1,50 Euro. Reißen wir das Ganze hier also mal auf. Und ich werde heute die komplette Box auspacken. Die ganze Box in einem Video, Leute. Also für die Bayern-Fans, was sehr, sehr cool ist. Hier sind die ganzen Päckchen drin. Hole ich alle raus. Display kann ich ja hier so an der Seite ein bisschen stehen lassen. Und hier sind die, der Geruch von neuen Trading Cards, von neuen Stickern. Einfach herrlich. Einfach herrlich. Ganz genau. Des Weiteren gab es heute auch eine neue Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt, Pokémon sich euch nochmal reinzuziehen oder allgemein reinzuziehen. Unten in der Videobeschreibung ist mein Kanal Dennis verlinkt und das neue Pokémon Video. Gönnt mal und schaut vorbei. Let's go. Wir starten rein ins erste Bayern-Päckchen. Ich denke mal, mit diesem Display werden wir heute auch die Bayern-Serie so gut wie vervollständigen. Davis. Dann haben wir Leon Goretzka, Alfonso Davis, Tolisso. Und ich muss ja sagen, ne, die Trading-Cards sind dieses Jahr extremst, extremst nice. Guckt euch dieses Trading-Cards-Design an. Das sieht so episch aus, ne? Alfonso Davis, auch die Schriftart ist cool gewählt. Autogramm hier noch mit drauf. Das ist extremst geil. Also die Trading-Cards, 10 von 10. 10 von 10 dieses Jahr für die Trading Cards. Die Sticker sind halt wie immer. Oder? Schreibt eure Meinung auch gerne mal unten rein in die Kommentare. Kingsley Coman. Lucas Hernandez. Dann haben wir Nico Kovac als goldener Sticker. Hier im Training Zweikampf Coman gegen Pavard. Und dann Manuel Neuer. Auch als Trading Karte. Als Sammelkarte. Und diese ist wieder extrem herrlich, Leute. Also, ich komme nicht klar auf diesem Training Cards Design. Sehr, sehr geil. Lob da an Panini. Tolisso, Jan Fiedab, hier im Training Ivan Perisic und Christian Früchtel. Und auch Christian Früchtel hat hier so eine coole Karte bekommen. Sehr, sehr geil. Päckchen Nummer 3. Und bei den Bayern-Tüten, bei den Bayern-Packs kann man sehr gut mitzählen, bei welchem Tütchen wir sind. Weil jetzt haben wir 3 Training Cards. Und deswegen sind wir beim vierten Tütchen, das ist Ivan Perisic, Leute. Ist das episch oder ist das episch? Geil. Hier nochmal Ivan Perisic, diesmal als Sticker. Dann haben wir das Torwart-Trikot, Jerome Boateng und Javi Martinez als goldener Sticker. Weiter geht's mit dem FC Bayern München Logo. Okay, dafür, das Logo ist hier einfach langweilig umgesetzt. Meine Meinung. Ja, dafür sind die Spieler viel, viel geiler. Kingsley Coman, Leon Goretzka und Jan Fiete Arp. Und die Sticker finde ich auch cool. Die sind so richtig lang. So wie die Spieler halt. Die Spielergröße halt, ne? Natürlich nicht die echte Spielergröße, ist klar. Aber sie trotzdem eine coole Idee. Mal eine coole neue Idee. Sagen wir es mal so. Hier Torjubel mit den ganzen Bayern-Spielern hier mit Kimmich hier vorne. Dann Alaba, der raufspringt. Dahinter noch ein Thiago, der da komplett in die Menge springt. Hier Serge Gnabry mit Tolisso. Neuer. Dann Pavard. Alaba und das FC Bayern München Logo. Und ich glaube, dass das erste Mal auch nicht so das Logo ist, sondern das erste Mal so quer das Logo. Auch was Neues. Man muss sich ja jedes Jahr was Neues überlegen. Gerade mit solchen Serien, wo es halt immer nur um einen Verein geht. Und das ist ja halt, die Bayern-Serie dreht sich halt nur um Bayern, Bayern, Bayern. Genau, vielleicht wäre es auch mal eine coole Idee, von jedem Spieltag irgendwie ein Tor mit reinzunehmen als Sticker. Ich weiß nicht, wie da die Rechte aussehen, ob das überhaupt erlaubt ist oder ob Panini, sage ich mal, kein anderes Stadion zeigen darf. Weil wenn Panini, also wenn Bayern beispielsweise in Bremen im Weserstadion 3 Tore macht, Lewandowski Hattrick, und dann zeigt man ein Torjubel von Lewandowski und im Hintergrund sieht man halt das Weserstadion. Ich weiß nicht, wie da die Rechte sind.
Wahrscheinlich wird das dann halt nicht erlaubt. Aber das wäre auch mal eine coole neue Idee. Robert Lewandowski als Porträt und dann noch ein Thomas Müller als Torjubel-Sticker hier. Torjubel-Karte mit Pavard, Tolisso, Lewandowski und Lukas Hernandez. Nächstes Pack. Serge Gnabry Gold. Dann hier wieder Torjubel, Süle, Kimmich, Alaba. Benjamin Pavard, Javi Martinez und Javi Martinez als Sammelkarte. Und ja, ich muss es nicht jedes Mal sagen, die sind extremst heftig. Philippe Coutinho von den Bayern. Da bin ich schon gespannt auf seine Sammelkarte. Thomas Müller, Davis. Thomas Müller nochmal in-game und Serge Gnabry. Der hat ja jetzt nicht mehr diese kurzen Haare, der hat ja seinen richtigen Afro, sage ich mal, ne? Und ich finde das mit seinem Afro, finde ich auch irgendwie cooler. Kimmich. Dann haben wir hier, das ist das Champions League Trikot, müsste das sein. Pavard, Alaba und einen Robert Lewandowski. Und die Sammelkarte mit Robert Lewandowski sieht irgendwie noch gleich noch dreimal epischer aus. Weiter geht's. Ivan Perisic, die untere Seite. Kingsley Coman Gold, Cuisance Gold. Das ist nochmal Cuisance, nee, das ist Jan-Peter Ahab. Und ein Joshua Kimmich. Und der guckt ja mal extrem creepy hier, der Joshua Kimmich, auf seiner Sammelkarte. Lukas Hernandez, Robert Lewandowski, das Bayern-Trikot, Süle und einen Svenny Ulreich, habe ich gedacht, das ist Porträt, aber das ist hier allgemein so eine Torhüterkarte, weil da halt die Ulreich-Karte sieht nicht so aus wie die anderen Sammelkarten in der Serie, wie zum Beispiel Bernie. Das ist auch cool gemacht hier, ne? Bernie, das Maskottchen der Bayern. Serge Gnabry, Jan-Peter Ahab und hier im Trainingslager wurde ein Foto aufgenommen und mit in die Serie verpackt. Benjamin Pavard als Sammelkarte, Ulreich, Lewandowski, Alaba, dann haben wir ein Auswärtstrikot und Nico Kovac. Den muss man ja jetzt durchstreichen, den Nico, ne? Finde ich sehr schade, weil ich finde, Nico Kovac ist ein cooler Trainer. Lukas Hernandez, aber es hat halt bei den Bayern nicht harmoniert, nicht gepasst. Lukas Hernandez, Philippe Coutinho und Michael Cousins. Alphonso Davies. Oh yeah. Benjamin Pavard, Lukas Hernandez, Torjubel hier mit Thiago und das sieht aus wie ein Süle. Und in der Mitte, ich weiß nicht, in der Mitte erkenne ich den Spieler nicht. Servus und danke. Oh, geil. Robbery. Hier in der Mitte eine Choreo für die beiden. Servus und danke. Ribery und ein Robben. Extremst cooler Sticker. Und ja, jetzt fängt es natürlich an mit so leichten paar Doppelten, ist ja klar. Es gibt ja nicht so viele Sticker und Karten in der Serie. Ich glaube Sticker 150 oder so und Karten vielleicht 30, 35. Trikot. Dann Thiago, Perisic, Coutinho beim Torjubel. Bernie wird hier nochmal gezeigt und Kingsley Coman. Und auch er kriegt natürlich so eine schöne Porträtkarte, sage ich mal, ne? Die halt extremst heftig aussieht. Genauso wie Jan-Peter Ahab. Aber irgendwie, wenn der Schatten hier in der Mitte noch stärker ist, so wie bei wem sieht es extrem cool aus? Hier bei Lewandowski. Da ist der Schatten halt im Gesicht so extremst deutlich. Da sieht die Karte nochmal geil aus. Perisic, Serge Gnabry, Boateng und Tolisso. Womit geht es weiter? Wollt ihr mal den Müllstapel rechts neben mir sehen, wo ich ja die ganzen Tüten hinpacke, wenn ich sie ausgepackt habe? Das wollt ihr eigentlich gar nicht sehen. Das ist so viel. Weil ich nehme hier gerade nicht nur dieses Video auf, sondern ich habe im Vorfeld auch schon ein paar Videos aufgenommen. Und das sieht hier ein bisschen unordentlich aus. Nico Kovac. Und bei Kovac ist halt auch nicht dieser Schatten im Gesicht, ne? Wieso hat man das bei manchen Spielern und bei manchen Spielern nicht? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Oh, die Allianz Arena. Ist das zum Bundesliga-Beginn? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und Philippe Coutinho nochmal als goldener Sticker.
Dann Michael Cousins als Sammelkarte. Ja, den Sticker habe ich jetzt auch schon so oft gezogen, ne? Ich glaube, die Sticker müssen wir gar nicht mehr vorlesen, weil ich glaube, mittlerweile habe ich fast alle Sticker. Sicherlich nur noch vereinzelt ein paar. Thomas Müller hatte ich halt, glaube ich, noch nicht. Die Allianz Arena so hatte ich auch noch nicht. Und Benjamin Pavard, das weiß ich halt nicht, ne? Und bei Jerome Boateng wurde es wieder gemacht, der Schatten in der Mitte. Und da finde ich die Karte halt noch cooler. Cooler. Fühl mich tausendmal cooler. So, nächstes Pack. Serge Gnabry. Hatten wir heute aber auch schon leider als Sammelkarte. Lewandowski, Alaba, Niklas Süle, Boateng und einen Cousins. Ich glaube, so ungefähr 10 Packs werden wir noch haben. Schauen, ob wir überhaupt noch eine Karte ziehen, die ich heute noch nicht am Start hatte. Leon Goretzka ist eine Karte, die ich noch nicht hatte. Nochmal Goretzka, Coutinho, Goretzka und Coutinho. Das war ein Coutinho-Goretzka-Pack. Dann geht's weiter mit Christian Früchtl. Hatte ich aber schon. Lewandowski, Kimmich, Hernandez und Goretzka. So, dann Kingsley Coman beim Torjubel und im Hintergrund ist Lewandowski bei einem Torjubel zu sehen. Die Sticker Goretzka, Perisic. Oh, das Stadion von der anderen Seite, also von links und rechts. Dieses Stadionbild habe ich jetzt vollständig. Und nochmal Tolisso. Wie viel haben wir jetzt hier noch? 3, 4, 9. Also hatte ich eben echt recht mit 10 Packs. Hat sich sogar gereimt. Dann Thiago, Müller, Boateng, Pavard und nochmal Berni. Die Karte habe ich jetzt auch doppelt. Also ich sage, es fängt an mit ein paar doppelten Kärtchen. Lewandowski, Süle, Tolisso, Serge Gnabry und Ron Torben Hoffmann. Muss ich sagen, höre ich zum ersten Mal. Ron Torben Hoffmann. No joke, true story. Thomas Müller, Torjubel. Lucas Hernandez, Süle. Lucas Hernandez, Gold. Und Jerome Boateng, der da gerade den Ball nach vorne prügelt. Leider, der Stapel fällt hier gleich um neben mir. Tolisso. Ich habe Angst. Kingsley Coman, Goretzka. Dann ein Torjubel, da kann ich die Spieler nicht erkennen. Ach, das ist hier Süle, das war der Sticker, den ich vorhin gezogen hatte, mit Thiago und Süle da. Und in der Mitte den Spieler, den ich nicht erkannt hatte. Manuel Neuer, der hier extremst auf den Ball fixiert ist, weil sein Ziel ist es natürlich, jeden Ball zu halten, ist ja klar. Ist ja ganz klar. Kingsley Coman, Kimmich, Lever, Süle und Manuel Neuer. So, Früchtl, Ulreich natürlich, Tolisso, jetzt kommt man kommt schon langsam durcheinander, so viele Bayern-Spieler hat man hier heute gezogen, ne? Mann, drei haben wir noch, Leute, drei Päckchen, kriegen wir noch eine Karte, wo ich sag, ja, die hatte ich noch nicht, Kimmich hatte ich schon, Alaba, Coman, hier, nochmal Ron Torben Hoffmann als Porträtsticker jetzt hier und Benjamin Pavard. Vorletztes Pack für heute. Thomas Müller, Robert Lewandowski, Thomas Müller, David Alaba und Niklas Süle. Und Niklas Süle, habe ich den schon gezogen? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Wir kommen zum letzten Pack von der Bayern Display Box hier. Und im letzten Pack haben wir nochmal, ja, die hatte ich aber auch schon. Da bin ich mir zu 100% sicher. Dann war Kimmich, Boateng, Serge Gnabry und Sven Ulreich, Leute, das war ein komplettes, eine komplette Displaybox, eine Fullbox der Panini Bayern Sticker, / Trading Cards, Sammelkarten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.